Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge From the Scratch. Heute ein bisschen spät am Abend, aber ich dachte, ich ziehe noch mal eine durch, um mal wieder präsent zu sein. Ja, heute gucken wir uns wieder irgendwas Cooles an. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Auch wieder hier From the Scratch. Wir haben gar nichts. Das Einzige, was ich benutzt habe oder was ich genommen habe, ist unsere Vorlage, die ich irgendwann mal erstellt habe. Und tatsächlich, ich habe sonst nie mit Vorlagen gearbeitet, aber schon geil. Also einfach mal reinkommen in ein Projekt. Und zu sehen, Drums, Kicks, Snare, Claps, alles da, Bass, 808, geiles Ding. Also das werde ich jetzt auf jeden Fall öfter benutzen. Ich habe hier sogar ein paar Samples ganz, ganz hinten reingeladen, die hier werde ich wahrscheinlich aber nicht benutzen. Wir schauen mal, ich will euch was zeigen und zwar, oft ist es so, wenn ich gerade nicht so viele Ideen habe und mir denke so, was mache ich denn? Ja, ich könnte zwar wieder den MIDI Wizard nehmen, ich könnte wie heißt das, geile Tool. Jetzt fällt es mir natürlich nicht ein. Aber ich habe ja hier noch ein paar andere Sachen, die man hier nehmen kann. Aber was ich heute machen will, ist, ich will mal in eins meiner MIDI-Chord-Packs hier schauen. Und zwar von Nikos. Das ist ziemlich geil. Und wir gucken uns mal an, wo sind wir hier bei 75. Das heißt ungefähr bei 130, 160. Da gehen wir mal rein. Und der hat hier eine ganze Menge Progressions. Und wir gehen mal, hier haben wir eine D-Moll. Alles in A anscheinend. Ist aber egal. Wir nehmen einfach mal das Erste und gucken mal, was das wird. Ich habe hier schon Klavier reingeladen, um einfach mal zu gucken. Ich weiß gar nicht, ob das so sein soll. Wir hören uns mal das Ganze an, weil es ein bisschen komisch aussieht. Wir schauen mal. Ja, reißt mich jetzt nicht so vom Hocker. Also ich hätte ein paar kleine Ideen, wie man das verbessert, aber wir gucken uns noch ein, zwei von diesen Viechern hier an. Das Komische ist, dass die hier auf dem Off anscheinend anfangen. Keine Ahnung warum. Wir machen das mal so. Dann ist es ein bisschen cooler, das hier reinzuhören. So. Nehmen wir das mal, ja. Ich meine, man kann aus allem was machen. Deswegen bleiben wir mal hier gleich. So, was wir erstmal machen ist, wie gesagt, ich sehe, das ist ein bisschen komisch. Ich kann mich nicht mehr erinnern, dass das so sein sollte. Aber scheint zu passen. So, das heißt praktisch, das machen wir jetzt kleiner. So, und dann haben wir unsere Progression. Wir können sogar hier nochmal schauen, was das hier überhaupt ist. Es ist ein D-Moll, ein G, ein A-Moll und ein F. Das heißt, wir haben eine klassische C-Dur. A-Moll-Progression, wobei ich eher hier natürlich, wenn Moll-Moll-Akkord am Anfang und in der Mitte, das F klingt in dem Zusammenhang mal so ein bisschen offen, deswegen würde ich schon eher dunkler, eher molliger bleiben. Das heißt, wir lassen das mal so, wie es ist. Und das Nächste, was wir jetzt machen, ist natürlich daraus die einzelnen Sachen kombinieren, die wir brauchen. Das bedeutet, das ist unsere Grundstruktur. Und jetzt überlege ich mir mal, okay, wir gehen mal zum Bass. Ja, wir gehen dann gleich mal zum 808. Da holen wir uns natürlich den Trap Sinatra wieder rein. Wie immer nehmen wir mal den ersten. Ja, ich mache mal hier das Keyboard an. Ja, wird meine Nachbarn jetzt freuen um diese Uhrzeit, aber ist egal. So, was machen wir jetzt? Wir kopieren uns das ganze Ding hier hoch. Behalten uns wahrscheinlich nur die Grundnoten. Wobei ich immer finde, auf C-Dur, da klingt so ein 808 meistens nicht so geil. Also das heißt, es könnte sein, dass wir das Ganze gleich nochmal runter oktavieren. Ja, wir checken nochmal hier aus. Mir ein bisschen, ehrlich gesagt, zu tief. Also, ich weiß nicht, was ihr sagt. Ich mache das mal auch ein bisschen hier höher. Das D hier. Ist schon sehr tief. Behalten wir es erstmal so. Was wir jetzt brauchen, ist einfach eine geile 808-Melodie. Und
Für mich ist immer die Frage, womit fange ich an oder was ist mein Hauptelement? Wenn ich jetzt sage, ich will eine krasse 808 bauen, die da irgendwie rumswingt und rumeiert, dann würde ich jetzt anfangen, die zu bauen. Wenn ich sage, nee, die 808 ist gar nicht so wichtig, ich mache das später. Das heißt, dann könnte ich ja mit dem Beat anfangen und sagen, okay, jetzt baue ich erstmal irgendwie ein Beat drunter. Wir machen es diesmal so, dass wir die 808 machen und einfach ein cooles Ding bauen. Wie gesagt, wir wissen ja, wir sind in C-Dur. Das heißt, wir können alle weißen Tasten sozusagen benutzen. Jetzt könnte man natürlich hier spielen, was haben wir? Wir haben D. Ah, sogar das D. Finde ich gar nicht mal so schlecht gerade, was ich hier spiele. Das heißt, ich werde das mal ganz kurz aufnehmen. Vielleicht kann man das noch benutzen. Und schon verhauen. Muss ich erst mal gucken. Ah, hier war der. Okay. Ja, das war es auch schon. Also es ist jetzt natürlich nur auf einem Akkord. Vielleicht können wir das gebrauchen. Ja, ich weiß nicht. Also wie gesagt, manchmal ist es ganz cool, was einzuspielen, weil man weiß ja nicht, wie das. Machen wir mal quantisieren erstmal. Oh, da hat er mir eine weggehauen. Ich weiß gar nicht. Ah, hat er mir ein bisschen zu weit quantisiert, ehrlich gesagt. Da machen wir mal hier auf Achtelquantisierung. Ja, gar nicht mal so schlecht. So, ist aber im Moment gar nicht unser Ziel gewesen. Wie gesagt, es kann manchmal was kommen. Wir wollen das so ein bisschen einzeichnen. Und zwar, ich achte mal jetzt gar nicht auf die Melodie und auf die Akkorde davor, sondern ich werde mal was überlegen. Wir probieren einfach mal ein bisschen. Den will ich jetzt vielleicht so oktavieren. Oh, er ist ein bisschen sehr hoch. Ja, wir gucken mal. Ja, hier könnte man runtergehen. So, kommen wir zum nächsten Akkord. Ja, der klingt nicht so geil. Ja. Ah, ist mir zu freundlich. Wir wollen ja wieder aufs D, glaube ich, zurück. Der klingt ein bisschen sehr hoch tatsächlich. Wir machen ihn mal ein bisschen unten. Er dröhnt alles so ein bisschen. Okay, klingt gar nicht mal so schlecht. Mal sehen, wie das mit dem Klavier klingt, ob das da irgendwie passt. Gar nicht mal so schlecht. Ja, es klingt alles noch sehr, sehr roh, aber es hat schon mal so ein bisschen Feeling, wie ich mir das vorstelle. So, das nächste, was wir jetzt mal machen, ist die Kick. Und da habe ich noch mal was ganz Besonderes vorbereitet. Und zwar, ich habe ja den Kurs gemacht letztens bei
Simon Servida. Ja, ich bin absoluter Fan von ihm geworden jetzt. Und wir werden mal sein Drumkit hier mal probieren. Und zwar habe ich hier irgendwo das Legacy Drumkit von Simon. Wir nehmen mal die Nummer 2. Probieren wir einfach mal aus. Wir nehmen mal die Kick hier. Checken wir mal kurz durch. So. Ja, klingt ganz geil. Das heißt, ich öffne hier meine Battery und lade mal so 1, 2, 3 Sounds rüber. Wie gesagt, ich will auch gar nicht zu sehr ins Detail da gehen. Ja, kann man nehmen. Einen nehmen wir noch. Ja, nehmen wir den hier. So, das reicht uns auch schon. Und was ich jetzt machen will, ich will mal gucken, ob ich die Kick genau auf die, naja, vielleicht werde ich die nicht hundertprozentig auf die, auf den 808 setzen, weil das wären dann vielleicht sogar ein bisschen zu viele Kicks. Aber ich kopiere mir das Ganze hier mal rüber. So, machen wir Solo. Und jetzt muss ich natürlich erstmal alles hier runterbringen auf das C1. Da ist es. So, den natürlich auch hier. Ah, wie gesagt, ich werde es erstmal so ein bisschen ausprobieren. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Also die Kick gefällt mir schon ganz gut an sich. Wartet mal, ich werde das mal anders machen. Ich werde alles erstmal hier runterschieben. So, dann habe ich es hier ein bisschen in der Nähe. Und jetzt können wir die ganzen Sachen. Wie gesagt, die Kicks, also wenn ich das so sehe, sind mir fast ein bisschen zu viel Kicks, ehrlich gesagt, gerade. Aber schauen wir mal. So. Nee, machen wir ein bisschen kürzer. Obwohl es geht. So, jetzt brauche ich aber, für mich ist ganz wichtig, dass ich einfach eine Snare brauche, um diesen 2-4er zu haben, um genau zu wissen, okay, wo sind wir? Natürlich gucken wir uns wieder bei Simon das Ganze an. Oh, jetzt habe ich es hier zugemacht. Natürlich müssen wir hier, ich bin leider ein bisschen unsortiert, muss ich ehrlich sagen. Wir waren bei 2 und wir holen uns jetzt, Claps, nee, wir holen uns mal, obwohl, wisst ihr was? Wir holen mal Claps. Ah, das klingt geil. Können wir gleich nehmen. Nehmen wir auch. Und nehmen wir auch. So. Reicht erstmal. Wie gesagt, die Claps sind ziemlich geil. So, ich kopiere mir das einfach hier runter. Und lösche jetzt alles raus. So, was brauchen wir denn auf der 2? Ich habe eine Idee mit dem hier. Und zwar würde ich den gerne ganz locker hier vorbringen. Nicht immer. Ja. Gar nicht mal so schlecht. Vielleicht ein bisschen noch leiser. Weil den finde ich eigentlich ganz geil. Ja. Die kommen wieder hier. Und eigentlich wird das Ganze jetzt nur noch hier kopiert, wenn ich ehrlich bin. Ja, auch der Ganze hier. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig. Ja, eigentlich gar nicht mal so schlecht, wobei das gar nicht die Snare ist jetzt, sondern die Claps, haha. Wollen wir gleich mal umbenennen und hier kommt die Snare. So, passt. Okay, ich werde jetzt sogar noch mal ganz kurz eine Hi-Hat reinmachen, ganz, ganz kurz, weil ich finde, der Beat ist schon ziemlich geil. Ist schon wieder geschlossen, unglaublich. So, was haben wir denn hier von Simon? Zimbels, ja, genau, da sind sie. Ja, passt, perfekt. Ja, und ich glaube, die reicht mir fast auch schon, weil, wie gesagt, ich will erstmal nur ein ganz, ganz standardmäßiges Pattern. Das heißt, was ich immer oft mache, ist in der
stelle ich, mache so ein Achtel, na, Sechzehntel eher nicht, Sechzehntel ist mir meistens mal ein bisschen zu viel, aber so ein Achtel-Pattern. Na. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Okay, machen wir einfach Sechzehntel und löschen dann das raus, was wir nicht brauchen. Wisst ihr was? Wir lassen es einfach so. Als Grundidee reicht das erstmal. Ich werde auch keine Mixings machen. Wie gesagt, die Mixings mache ich meistens immer alleine, weil er hat schon 15 Minuten durch und ich will euch natürlich nicht langweilen mit den Einzelheiten. Das können wir vielleicht irgendwann später machen, aber ich werde es wieder so machen, dass ich das so ein bisschen rundum aufbaue und irgendwann werde ich dann weiterarbeiten und euch das Gesamtergebnis zeigen. So, gucken wir mal mit der 808. Jetzt bin ich nämlich sehr, sehr gespannt, was mit der 808 hier passiert. Ich finde die Melodie ganz geil, von der Tonhöhe gefällt es mir gar nicht, weil das irgendwie so ein bisschen komisch ist, aber ich lasse es nochmal so, weil ich noch nicht hundertprozentig sicher bin, wo ich hin will. Ich nehme jetzt mal das Klavier, da muss ich aber trotzdem jetzt was machen und zwar, da nehme ich das Kai Beats Drip, ist eins meiner Lieblingstools geworden und zwar der Lo-Fi. So, da haben wir ihn. Und zwar von einem langweiligen Etwas wird das auf einmal zum Geil, muss man sagen. Okay, meine Idee wäre jetzt, meine Gitarre zu nehmen und nur diese Hauptmelodie, dieses Dim, 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 rauszunehmen aus dem Klavier, weil ich das gar nicht so geil finde. Jetzt ist die Frage, ob E-Gitarre oder Akustik. Ich werde mal die E-Gitarre nehmen. Das heißt, die Electric Sunburst Deluxe finde ich mega geil. Also jetzt gibt es das Complete 13 Pack. Wer noch nicht diese ganzen Dinge hat, für den lohnt sich es auf jeden Fall mal einen Blick reinzuwerfen. So, ich kopiere mir das Ganze hier rüber. Gehe mal auf Solo. Und jetzt kann ich eigentlich den ganzen Müll hier rauswerfen. Den brauche ich nicht, weil ich will ja nur die Melodie. Ja, er hat da wahrscheinlich noch nicht geladen, deswegen klingt es noch ein bisschen komisch. Was für ein Sound ich will, weiß ich ehrlich gar nicht. Wir machen mit Muted. Gar nicht mal so verkehrt. Vielleicht könnten wir den sogar lassen. Und wie gesagt, der lädt hier noch natürlich 10.000 Samples. Ich habe aber einen neuen Rechner. Das heißt, im Moment seht ihr mich auf meinem Laptop arbeiten. Es ist ein neuer Rechner da. Nur es brummt. Ja, meine Boxen brummen noch, deswegen brauche ich neue Kabel und so weiter, damit das irgendwie symmetrisch ist und und. Also ich werde euch, wenn es funktioniert, werde ich euch sagen, wie es aussieht. Wir nehmen mal hier ein bisschen Delay rein, weil, und zwar den Echo Boy. Den finde ich eigentlich ziemlich geil. Wir gucken mal, was der hier draus machen kann. Schauen wir mal. Ja, gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ich muss das mit allem hören. Ich finde viele von denen ganz geil. Jetzt nehme ich das Klavier und das hier nehme ich jetzt die Hauptmelodie raus, wobei ich mir das ganze Ding mal irgendwo noch mal speichere, falls ich es noch mal später brauche im Gesamten. Ich hau es mal einfach jetzt hier irgendwie in den Arcade, werde ich brauchen. Wir machen es mal anders. Und zwar, wir ballern das hier ganz weit hinten ins Klavier, ganz, ganz weit hinten, wo die Samples sind. Okay. Gucken wir mal, wie es klingt. Wie gesagt, jetzt nehmen wir mal hier den Freund raus.
So, wir werden das nochmal, ich will nochmal das Klavier ein bisschen bearbeiten, weil es mir ein bisschen zu dünn ist. Das bedeutet, wir werden mal das Ganze nach oben oktavieren. Ja, wo sind wir hier? Beim D wahrscheinlich, oder? Ja. So, wir oktavieren das Ganze, dann machen wir den Anschlag für die Bassnoten ein Stückel höher, ein Stückel größer. Ja, dann machen wir vielleicht die hohen noch ein Stückel mehr, aber nur ein Stückchen. Und das Ganze machen wir jetzt, was ich immer ziemlich geil finde, ist hier diese Humanize-Option. So, hier. Na. Und zwar Humanize. Das heißt, ich will das so ein bisschen nicht ganz, ganz sauber haben, sondern so ganz leicht versetzt. Ja, wählen wir mal anwenden an. Gucken wir mal. Ja, da sieht man schon das bisschen nach vorne, ein bisschen nach hinten. Die dürfen natürlich nicht nach hinten sein, weil das Problem ist, wenn ich die nach hinten habe, dann spielt es nicht ab. Das heißt, die quantisiere ich wieder. Okay, wir gucken mal. Gar nicht mal schlecht. Wir hören uns mal alles an. Okay, ich merke, diese Linie hier, die Gitarrenlinie, ist viel zu tief. Also die verschwindet im sozusagen mit den Klavier. Das heißt, die müssen wir höher machen. Ich versuche mal was anderes. Und zwar, ich mache mal praktisch das Ganze auf einen anderen Startton. Wir gucken mal. Na, gefällt mir auch nicht so sehr. Ich glaube, das war schon ganz in Ordnung. Wobei, wie gesagt, das Klavier ist da noch ein bisschen zu fett. Das müsste man wahrscheinlich noch ein bisschen ausdünnen. Ja, vielleicht kann man es hier noch so ein bisschen mit dem EQ ausdünnen, dass ich sage, ey, machen wir mal hier ein bisschen, ja, ein bisschen Telefoneffekt gefühlt. Und hier natürlich die Gitarre muss präsenter sein. Setzt sich nicht so richtig durch. Was man hier noch machen könnte, ist zum Beispiel, dass man die layert mit irgendeinem anderen Sound. Was mir jetzt gerade einfällt, sind natürlich diese Plug-Sounds. Wir probieren das mal ganz kurz und zwar mit einem Serum-Plug-Sound. Die liebe ich ja so. Das heißt, wir kopieren uns diese ganze Spur hier runter. Ja, Serum-Plug-Sound. Gehen auf Serum und gucken uns mal hier ein paar von den Plug-Sounds an, damit das ein bisschen stärker hervorgehoben wird. Wie gesagt, hier machen wir mal irgendwas unten. Eigentlich gar nicht so schlecht, weil es sich sehr, sehr abhebt. Ja, gucken wir mal, wie es komplett klingt. Ganz ehrlich, wir brauchen die Gitarre gar nicht. Also das klingt schon viel, viel geiler. Man könnte jetzt noch mal vielleicht eine Countermelodie machen, wobei finde ich eigentlich ziemlich geil hier mit dem. Ja, was man jetzt noch probieren könnte, wir checken mal aus, ob vielleicht der Timeless geil klingt. Das ist einer meiner Lieblings auch so Delay. Und zwar der Beauty klingt eigentlich immer ziemlich geil. Ja? Ja, gar nicht mal so schlecht. Jetzt eine Sache machen wir noch, eine Sache machen wir und zwar den Arcade. Natürlich darf der nicht fehlen. Wir waren in C-Dur, wie gesagt, wir wollten ja überlegen, ja, ist ja schon C-Dur. Wir gucken ganz kurz nochmal hier. Wir probieren mal aus. Ich bin ja offen für alles.
Wir probieren mal. Na, bin ich jetzt falsch gerade in der Tonart? Hat er mir die Tonart geändert? Ah, er hat sie mir geändert. Natürlich nicht, natürlich in C Major. Okay, so können wir weiterarbeiten. Wir probieren was anderes außer Stimme. Na, Stimme ist immer so ein bisschen schwierig. Wir gucken mal hier. Nightmare. Obwohl, die hatte ich letztens schon. Ich glaube, es klingt ein bisschen zu. Ja, vielleicht die 80er als Counter-Melodie könnte gar nicht. Ja? Wir probieren mal. Klingt gar nicht mal so verkehrt. Ist ein bisschen freaky auf die Dauer. Aber was man hier natürlich auch ziemlich geil machen kann mit solchen längeren Songs, den brauchen wir natürlich nicht mehr, ist die doch so ein bisschen zerreißen. Und zwar mit Tools wie der Effectrix. Probieren wir einfach ein paar Sachen aus. Wir nehmen mal ein paar Presets. Ja, ganz geil. Wir gucken mal, wie das klingt. Ja, und jetzt müssen wir das noch ein bisschen nach hinten schieben. Das machen wir durch einen Reverb. Nehmen wir den Standard Space Designer. Ich will ja nur hören, wie es klingt. Ein bisschen runterziehen hier. Ja. Wahrscheinlich auf Dauer ist ein bisschen zu krass. Wahrscheinlich müsste man den so ein bisschen rausbauen, so ein bisschen zerschneiden, weil sonst klingt er noch ein bisschen sehr abgefahren. Aber wir gucken mal, wenn wir den Serum weghauen. Gar nicht mal so schlecht. Also könnte man auf jeden Fall ausprobieren. Ja, das war es auch heute mit dieser Midnight-Folge von From the Scratch. Wenn ihr Bock habt, weiterzuhören, was ich hier mache, dann einfach die Glocke, den Abo-Knopf und so weiter. Ich bin jetzt mega müde, bin echt durch. War aber trotzdem eine geile Session, einfach mal wieder ein paar neue Sachen ausprobiert. Ich werde an dem Ding auf jeden Fall nochmal weiterarbeiten und dann werden wir in der nächsten Folge oder eine der nächsten Folgen ziehen wir uns das mal rein. Bis dann.